Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Karblitz.de. Ich sitze heute am kleinen Parkgewässer. Es ist Frühling, wir haben 12 Grad, 13 Grad, so die Drehe. Heute früh hat es noch ein bisschen geregnet. Immer mal ein bisschen Wind. Angesagt waren Böen, die fehlen bis jetzt, das ist gut. Ich habe mir das Gewässer gestern schon mal angeguckt, habe ein paar Pellets in verschiedene Bereiche geschmissen, wo ich schon Fisch gesehen habe, direkt in Ufernähe. Es ist ziemlich viel Bewegung, die Fische sind da. Wir haben auch, wie ihr schon gesehen habt oder gleich noch sehen könnt, schon den ersten gefangen. Es hat 5 Minuten gedauert, es war genau wie gestern. Die Fische standen 2 Meter vom Ufer entfernt. Kleine Handvoll Pellets drauf, Spinnerig dazwischen und dann lief der schon ab. Guter Fisch für hier. Es sind sonst eher kleine Fische drin, aber viele. Ist auf jeden Fall ein sehr guter Start. So kann es losgehen und vor allem weitergehen. So, Blei hat perfekt ausgelöst. Das ging schnell, schneller als erwartet. Na, Haken sitzt super. Super fest. Zack. Schön spinnerig. So. Hallo, herzlich willkommen. Hier am kleinen Parkteich. Guter Fisch für hier. Hat, keine Ahnung, 5 Minuten gedauert. Und dann ging schon einer ab. Starten wir mal in die Session, mal gucken, was noch kommt. Den Fisch von gerade eben habe ich auf dem Spinnerig gefangen, mit einem pinken Poppy. Und wie ich das Spinnerig baue und die Einzelteile zusammensetze, zeige ich euch jetzt. Für das Ronny oder Spinnerig braucht ihr Stiff Implex in 25 oder 35, die Stärke ist jedem selbst überlassen. Ein Ronny QC Swivel, ein Tungsten Drop, ich habe den jetzt in Small genommen, weil ich mit 15er Pop-Ups angle und da reicht das. Eine Bait Screw in klein, ein Flip Kick, ein KRV und die Hookbeats. Zum Festziehen noch das Multitool und die Schere zum Abschneiden. So, wir starten mit dem Implex. Ziehst dir einfach die gewünschte Länge ab. Als nächstes muss der Ronny Swivel eingeschlauft werden. Das ist manchmal ein bisschen knifflig. Einfach aufziehen. Eine Schlaufe legen. Und dann fummelig den hier durchziehen. Ja. Und dann festziehen. Nicht vergessen, immer schön anspucken. Und dann ziehen. So, das überstehende Ende abschneiden. Nicht zu kurz. So, und als nächstes den Tungsten Drop aufziehen. So, ein Stück zurückziehen, damit der Wirbel trotzdem beweglich ist. Dann die gewünschte Riglänge nehmen. Ich fische gerne sehr kurz. Wieder die Schlaufe machen. Grobmotoriker können da auch gerne eine Ködernadel mitnehmen. Und wieder zuziehen. Als nächstes nehme ich mir die Bait Screw und den KRV-Haken. Das wird einfach aufgezogen. Und dann kommt noch ein Hookbeat drüber, dass die Bait Screw nicht wieder runterrutscht.
Jetzt kommt der Flipkick drüber. Dazu ist es gut, den Haken nass zu machen. Dann flutscht nämlich der Flipkick etwas besser drüber. Aua. Das wird dann eingehängt. Zack, in den Wirbel. Und der Flipkick wird einfach wieder zurückgeschoben. Und schon ist es fertig. Für mich ist das das perfekte Pop-Up-Rig. Zum einen, weil man den Haken schnell tauschen kann und zum anderen, weil es einfach nur 2-3 cm über dem Grund steht, also immer in Maulnähe vom Fisch ist. Die saugen es einfach ratzfatz ein. Darum nutze ich das sehr gerne und kommt gerade bei weichen und schlammigen Böden sehr schnell oder sehr häufig zum Einsatz. Da ich ausschließlich Quick-Change-Swivel benutze, muss natürlich dann zum Schluss auch noch der Tungsten-Sleeve drüber. In meinem Fall ein Tungsten-Sleeve, ihr könnt auch jeden anderen nehmen. Ich nutze immer die Tungsten Sleeves, damit das Rig wirklich platt am Grund liegt. Zack, fertig, einsatzfähig, fängt. Am Ende natürlich noch ein Pop-Up eurer Wahl. Das war jetzt mein Erfolgsköder. Der kommt auch wieder drauf für den nächsten Einsatz. Fertig. Die Garage. Die machen hier also so einen Alarm. Kein Wunder, dass es so lange gedauert hat. Gucken, ob ich die da hinkriege. Zack. Okay, ich habe mich schon gewundert, wir waren schon am Überlegen, ob wir woanders hingehen, aber hier waren immer noch so aufgewühlte Staubwolken. Jetzt wissen wir warum. Es waren wahrscheinlich keine Karpfen, sondern die Karauschen oder Giebel. So, nach der Karausche sind wir jetzt umgezogen. Mit der starken Vermutung, dass die Karpfen einfach weg sind. Wir sind hier am neuen Platz angekommen oder kommen gerade noch an. Mal gucken, ob hier noch was passiert. So, der Kameramann hat auch noch mal zwei Routen reingeschnipst zum Ende hin. Auch auf Spinner-Rig mit einem kleinen Pop-Up. Ja, das ist eigentlich so die Größe, die uns hier im kleinen Parkteich erwartet. Aber das ist mal ja, es macht trotzdem Spaß. Und gucken mal, ob es in den letzten Minuten noch was gibt für uns. Und bleiben dran. Wir sind wieder am alten Platz angekommen. Der Wechsel auf die andere Stelle gegenüber hat nur einen Fehlbiss gebracht. Es war nicht so richtig Bewegung, darum sind wir wieder hierher gegangen. Weil hier haben die Fische wieder gefressen. Zumindest waren so aufgewühlte Schlammwolken im Wasser. Phil hat jetzt auch noch zwei Ruten mit rausgeschmissen, hat noch einen fangen können. Bei mir ist ruhig geblieben. Deswegen packen wir jetzt ein. Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft. Gestern schien hier noch schön die Sonne drauf bei einem ganz leichten Wind. Heute bewölkt mit Regen über Nacht und auch tagsüber. Bisschen Regen, also heute früh noch.
Wahrscheinlich ist es einfach zu sehr abgekühlt. Die Fische sind vielleicht auch argwöhnisch, deswegen, es ist noch Winter, das Wasser ist kalt. Mit den zwei Fischen können wir durchaus zufrieden sein. Wir werden wiederkommen und es nochmal probieren, vielleicht mit ein bisschen Sonne, das wäre super. Aber es ist gut gelaufen. Wir packen ein, auf geht's nach Hause.